Ja, servus Leute, herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Review von Pro Contra Germany, der Kai, der Jay, nein, umgekehrt. Shit. Es geht um Eleganz Zetron. Genau. Riechen soll das Ganze, nein, schmecken soll das Ganze. Was ist denn heute los? Schmecken soll das Ganze. Nach Zitrone Kokos. Yes. Ich greife vorne mal weg, genau. Schnupperst du mal? Schnupper auch. Meine Nase sagt, Zitrone überwiegt. Wenn man sich anstrengt, riecht man die Kokosnuss ein wenig raus. Meine Nase stimmt ihm zu, sagte sie mir gerade. Bitte schön, Deckel drauf. Ja, wir blenden euch, wie immer, gewohnt. Schnittbild ein. Und dann würde ich sagen, nach einem kurzen Outtake. Genau. Aus. Ende. Applaus. Sehen wir uns beim Rauchen wieder. Alles klar. Bis denn. Ja, Leute, da sind wir wieder zurück mit dem Eleganz Zetron. Ja, wir haben das Ganze jetzt mal in einem 12-Loch-Tonkopf gebaut mit einem Phoenix oben drauf und dreimal Alducan Platinkohle. Haben das Ganze jetzt ein bisschen angeraucht. Geschmacklich sagt mein Bruder euch jetzt was dazu. Ja, ist hier genauso wie beim Geruch, also die Zitrone überwiegt definitiv. Die Kokos braucht auch wieder ein bisschen, bis die Kokos kommt, ähnlich wie bei dem Kaktus Limette. Aber sie kommt auch sehr, sehr schwach. Also die Zitrone überwiegt so dermaßen. Ja, finde ich auch. Also das ist, ja, ich weiß nicht, das ist eigentlich eher ein Zitronentabak mit einem leichten Nebengeschmack, den man eigentlich auch nicht wirklich definieren kann, finde ich. Also ist es halt so leicht, dass ich nicht sagen würde, ist es definitiv Kokos. Oder? Zitrone überwiegt, oder? Stop. Stop. Für Zitronentabak ist stop. ja, wir können das Ganze, wir haben ihn schon ein paar Mal versucht zu rauchen, nicht lange rauchen. Der drückt dermaßen. Also ich habe bis jetzt noch kein richtiges Setup gefunden. Genau. Wir haben schon einiges versucht, Funnel mit Fireflower oder mit Razer, 12-Loch-Tonkopf, AT80, 5-Loch-Tonkopf und auch Hotshot RT. Gestern Abend im Hotshot, ja. Genau, war nicht gut. Gerade lässt sich es ganz gut rauchen. Jetzt geht's, genau, aber nach 10, 15, 20 Minuten drückt er richtig krass. Also wir wissen auch nicht genau, woran es liegt. Wenn ihr ihn euch holt oder habt, und andere Erfahrungen mitgemacht hat, irgendwie mit dem Kopfbau oder so, mit einem Setup, wo es wirklich funktioniert, schreibt uns ruhig mal an. Facebook-Seite steht wie immer unten drunter, schreibt uns eine PN. Und dann probieren wir das natürlich auch mal aus. Also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht mit dem Drücken, leider Gottes. Und die Kokosnuss, die fehlt halt leider sehr. Sie ist nur ganz, ganz leicht, aber wirklich minimal. Entschuldigung, der fängt so an zu drücken. Und deshalb kriegt er von uns auch keine Kaufempfehlung. Daumen runter, aber vom Allerfeinsten. Ja, das war's hier von uns, von Mudders Pool. Genau. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, BCG hat was Neues am Start. Peace.